Es ist einfach genial, mit euch hier diesen Weg zu gehen. Danke, in 5 Jahren lachen wir über diese Tage. So ist es, mein Lieber. Ich zeige euch mal ganz genau. Soll ich mal eine Projektion machen, was wir in 5 Jahren hier sehen werden auf den Charts? Gucken wir uns das mal an. Das hier war eins der 2013er Bullrun. Hier haben sie dann gesessen und geweint, dass sie da oben eingekauft haben. Bei ungefähr 259 Dollar pro Bitcoin. Und die waren so stark am Bluten, als wir auf 63 pro Bitcoin runtergecrashed sind. Dann ging das Ding weiter. Oh, was passiert? Was passiert? Oh, hey, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Und wir haben den 2013er Bullrun Top erreicht. Die hier also eingekauft haben, bei 256, die hier geweint haben, als wir auf 60 Dollar runtergegangen sind, die haben hier wieder gelacht, als wir auf 1100 noch was hochgegangen sind. Das Ganze ging dann weiter. Wir sind gecrashed, gecrashed, gecrashed. Oh no, wie konnte das passieren? Keiner hat erwartet, dass Bitcoin jemals so stark fallen würde. Auf einmal fängt der 2017er Bullrun an. Was ist denn jetzt los? Pang, wir schießen weiter hoch, wir schießen weiter hoch. Das hier war mal ein Bullrun. Das hier war mal ein Bullrun. Der 2013er Bullrun, Leute. Von dem 2013er Bullrun. Leute, die dabei 1100 und noch was Euro gekauft haben. Die geweint haben, als Bitcoin dann so stark gefallen ist. Hätten die jemals gedacht, dass Bitcoin auf 20.000 hochgeht? Gehen wir mal weiter. Was ist dann passiert? Pang. Und jetzt überlegt euch das mal. Dann ist das passiert. Jetzt schaut euch mal an, wie der 2017er Bullrun aussieht. Und wenn ich hier die mal wegnehme, dann sehen wir eventuell, jetzt schaut euch das mal an, das hier war der 2013er Bullrun Top. Das da, Leute, das war mal ein Bullrun. Ein Pickel. Kleiner Pickel. Das war der 2020er Bullrun. Beim nächsten Bullrun wird das, was wir hier sehen, ungefähr so aussehen. Und dem da drauf wird das, was wir hier sehen, so aussehen. Also irgendwann entwickeln sich diese Bullruns zu Pickel. Und das hier wird auch irgendwann Pickel werden. Und dann schauen wir zurück. Und wie du schon gesagt hast, Arthur, werden wir über diese Pickel lachen. Aber jetzt zur Zeit, wo man drin steckt, ist man am Bluten. Warum? Weil man emotional gebunden ist an diese ganze Geschichte. Emotionen sind unser Feind, Leute. Emotionen sind unser Feind. Wenn du nur einen einzigen Tag zu früh verkaufst, um Gewinne zu realisieren, musst du eventuell den kompletten Gewinn versteuern. Um hier einen klaren Überblick zu behalten, kannst du zuverlässig Blockpit nutzen. Hier bekommst du über unseren Link 25% Rabatt und die ersten 25 Transaktionen sind sowieso kostenlos für dich. Melde dich jetzt an.